Hallo liebe Triakademie-Freunde, ich begrüße euch zum Triakademie-Adventskalender. Ihr trainiert sicherlich an eurer Ausdauer und auch vielleicht an eurer Schnelligkeit, aber neben diesen beiden Grundpfeilern eines Triathleten gehören auch Kraft, Koordination und Beweglichkeit oder Flexibilität dazu. In der Adventszeit möchte ich mit euch an jedem Tag an diesen drei etwas weniger beachteten Features eines Ausdauerathleten arbeiten. Wir beginnen heute am 1. Dezember mit einer Übung zur Kräftigung der Rumpfmuskulatur. Ihr begebt euch in den Stütz, allerdings nicht der klassische Unterarmstütz, sondern ihr nehmt die Arme, führt sie parallel vor eure Brust und dann klappt ihr euch einmal zur Seite auf, geht wieder zurück und klappt euch zur anderen Seite auf. Die Füße bewegen sich dabei minimal, korrigiert mit den Füßen und seht zu, dass euer Rumpf eine gerade Linie bildet, dass ihr nicht den Hintern hochnehmt oder durchhängt, sondern dass ihr stabil wirklich im Rumpf eine Linie bildet. Diese Übung macht ihr dann eine Minute lang, könnt eine kurze Pause machen und dann nach der Pause noch eine zweite, dritte, vielleicht sogar eine vierte oder fünfte Serie anhängen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und schaltet die nächsten Tage wieder ein und schaut euch die weiteren Übungen an.